Oh, habe ich einen. Oh, ich habe einen Platten. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Hey, guten Abend. Oh ja, man sieht den Platten ganz deutlich. So, Wagen abbarrieren. Lustig, wie der dann hocheiert. Neue Felgen. Ja, ich brauche neue Felgen. Und zwar die breiten Sportfelgen, auch wenn die nicht so luxuriös aussehen. Nummernschilder nicht. Speziallackierung, gucken wir mal gleich. Such dir eine Farbe aus. Nachtblau. Was hatten wir gesagt? Was Knalliges? Haben wir nicht gelb? So ein Grün? Militärisches, eher militärisches Grün. Rot. Rot sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, das wäre... Was ist denn das? Ach, schwarz. Weiß ist ja natürlich langweilig. Was hätten wir denn noch? Wir hätten da unten irgendwo ein Rosa. Nein, definitiv nicht. Ich glaube eher, wir fahren bei Rot. Und ein Tuning. Mal sehen, ob das... Ich wollte immer mal sehen, wie das mit dem Motor aussieht, wenn man den tunt. Erstes Tuning basiert nichts. Sport-Tuning. Gut, da geht er hinten. Ist jetzt beinahe ein richtiges Auto. Okay, und jetzt? Oh, die Motorhaube verschwindet mal nicht. Okay, dann hätten wir noch, Speziallackierung. Bitte, such dein Motiv aus. Allerdings, die Flammen sehen mal wieder göttlich aus, aber ich glaube, obwohl ich mag die Flammen. Und ich nehme die. So. Komm jederzeit wieder. Jetzt muss ich nochmal kurz an meinen anderen PC. Dauert nur eine kleine Sekunde, dann bin ich schon wieder fertig. So, bin ja auch schon wieder da. Oh, ich dachte schon, der hätte mir einer hinten das Heck wieder angedotzt. Es sah irgendwie aus, als wäre ständig schräg. Sauber. Jetzt kann das Ding mal fahren hier. Dann können wir dann gleich auch nochmal die Werte checken. Und das ist dann immer... Ups, okay. Sehr interessant, wenn man ja noch mal Werte dazu hat. Uiuiui. Wenn du bei dem Ding was falsch machst, schleuderst du auch hier wie... Oh, alles so geschleudert. Schaltet ihn aus. Entschuldigung. Verstanden. Wollte ich doch gar nicht. Hab ich doch. Okay. Werte, was haben wir denn? Leistung normal... Höchstgeschwindigkeit. Leistung tatsächlich. 112 Kilowatt nur. Ah. Oh, 156, 150, 155, 56, 180, 182, 158. 275 Pferdchen hat das gute Ding. Der hat nur 104. Das Taxi hat nur 119, selbst mit dem hohen Tuning. Na gut, der hat 118. Aber sie können immer noch schnell fahren. Das ist ja schon eine coole Sache hier. Schön, dann essen wollte ich was. Nachdem ich meine ganzen Wagen, nicht alle, aber einen Teil getunt habe, wollte ich noch was essen, weil... Wollte ich schon sagen, because. Wäre natürlich auch richtig gewesen, aber die falsche Sprache. Because I want to go to the bordel and this is a time... A mission without timer. Also eine Mission ohne Zeit.
Und die Sache ist die, bei diesen Missionen ohne Zeit, da... Sorry, meiner ist in der Werkstatt. Muss ich mal eben gucken. Weg hier! Oh ja, dann... schnell, schnell, schnell! Ach, verdammt! Nicht schnell genug zum... Rühr dich nicht vom Fleck! Hey, ich folge bewaffneten Täter. Oh mein Gott. Entschuldigung. Das war natürlich jetzt nicht mit Absicht. Und auch unglücklich, gerade am Anfang einer Verfolgung. Moment, ich muss mir gerade mal die Nase putzen. Das ist, das pustet einem den Kopf nochmal so richtig durch. Alles klar. Tut mir jetzt leid, wenn ich euch irgendwie erschreckt habe. Ich habe das selbst auch gerade erst bemerkt, dass ich niesen muss. Ich weiß auch nicht. Kennt ihr auch bestimmt, wenn ihr gar nicht erst, wenn ihr so willkürlich niesen müsst, ohne dass ihr überhaupt irgendwie... Dämlicher Sack, wieso kommst du noch um die Ecke? Wer? Wo? Was? Ach du Kacke. Jetzt kommt der auch noch. Na, da war das Essen ja, oder das Trinken ja ganz umsonst. So, und da ich diese Waffe eh nicht leihen kann, feuer ich einfach mal das ganze Magazin auf den Auto leer. Zermatscht da die Scheiben. Und bis der Kopf kommt, lade ich nochmal nach. Und dann noch ein wenig auf die Reifen. Ist bestimmt lustig. Mal sehen, ob ich die Motorhaube aufkriege. Jo, Motorhaube ist auf. Letztes Magazin. Sehr schön. Eins habe ich, eine Kugel habe ich noch. Kann ich ja mal hier. Komisch, dass die nicht. Oh Mann. Stimmt, kann ich ja für die nächste Mission schon mal machen. Wenn ich hier so warte. Alle meine Waffen durchladen. Damit die dann auch einsatzbereit sind. Okay. Entschuldigung. Ich müsste nochmal durchladen. Und dann... nur noch ein volles Magazin. Aber gut, passiert mal. Wieso habe ich da überall nur eine Kugel rausgeballert? Oder nur so wenig jedes Mal. Okay, damit sind wohl alle nach... sind wohl alle geladen. Dann habe ich nämlich noch gerade eine Idee. Ich wollte... Speichern. Und dann nochmal mit dem Polizeiwagen vor der Tür fahren. Der jetzt weg ist. Was soll der Kack denn? Nein. Ich habe Munition aufgehoben. So ein Mist. Na. Yay, ich habe ein Auto explodieren lassen. Und Nummer 1 ist tot. Und Nummer 2 ist tot. Und Nummer 3 fällt zumindest hin und ist Mist. Sollte eigentlich da tot sein? Oha. Das ist jetzt krass. Ich wollte doch nur ein Magazin leer ballern. Okay,
Okay. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Handfeuerwaffe nicht einsammle, dafür aber dann... Oh. Na gut. Keine Munition für mein Maschinengewehr. Dafür dann was zu trinken. Oh, eine Horde von Cops kommt angerannt. Ich glaube, ich sollte mich umziehen. Maßanzug mit Mantel. Haben wir da keinen dunklen von? Ah, aber da haben wir einen dunklen. Schon wieder das Licht ausgemacht. Habe ich eine andere mit meinem Licht? Okay. Gut, keine Munition aufgesammelt, die ich dann wieder wegballern müsste. Die Frage ist... Ist das ein gesuchter Wagen? Der ist abgeschlossen! Na, danke. Lustigerweise laufen die alle in eine Richtung, was das bedeutet. Oh, ist das ein Verlassener? Ha! Ich glaub's nicht, das ist einer, den ich angeschossen habe und er hat an sich gedacht, geh ich doch mal lieber aus meinem Wagen raus. An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Waffe! Aha. Na dann kann ich ja mit meiner neuen Errungenschaft ein wenig Spaß haben. Ja. Schlimmer als im Autoscooter. Bei mir tut das nicht weh. Außer ich würde meinen Kollegen da gerade eben haben. Das würde wahrscheinlich schon weh tun. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Oh ja. Alles klar. Der Kerl ist ausgerastet. Haltet ihn aus. Genau, Schrotflinten. Hinten auf die Ladefläche. Oder auf die Holzabdeckung. Okay. Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Verdammte Hacke. Das ist echt nicht gut. Jetzt Spaß haben und einen Panzerwagen hinstellen. Aber habe ich ja leider nicht da. Zumindest im Moment nicht zur Verfügung. Ich bräuchte eigentlich was zu essen. Ah. Nur ein Verfolger. Eine Tanke. Oh Mann. Uiuiui. Ist das eine kleine Fiesta hier? Ich brauche irgendwo was zu essen. Wo gibt's denn hier auf der Karte was zu essen? Oh, das ist ja ewig weit weg. Da muss ich ja wieder nach Hause fahren. Einfach seit ich mal abgeblockt. Danke fürs Anschieben. Ich musste eh nach vorne. Vielleicht liegt der jetzt mit Motorschaden da nieder. Hoffe ich doch zumindest mal. Es wäre auf jeden Fall sehr lustig. Steigt der jetzt aus? Aha. Oh, Kacke. Jetzt rennt der auch noch mit Schrotflinte da rum. Jetzt versuche ich es mal wieder mit dem alten Trick. Ich blockiere einfach mal meine Ausfahrt. Lustigerweise ist ja mein Wagen an sich nicht wanted. Was jetzt eine lustige Frage wäre, können die mich eigentlich aus dem Wagen zwingen, wenn ich auf der anderen Seite, also wenn die Fahrerseite blockiert ist? Das wäre ja eigentlich mal eine sehr interessante Frage. Und die würde ich jetzt auch am liebsten gerade mal beantworten. Ich meine, ich habe ja schon den Truck hier stehen. Wenn ich den jetzt auch noch hier rausbekomme. Wenn ich das jetzt hinkriege, das... Ein neuer Tag und ab in die Werkstatt. Wegen Fahrerflucht werde ich... Mann,
Warte mal, wegen Fahrerflucht werde ich, kriege ich einen Straf.